Und da das liegen ist noch ein noch paar auf der bitterer. Straße, ja. Ja, die Holala. Nervosität, es geht um viel. Wer ist das? Vandenbroek? Stijn de Wolder. Ja, Landesmeister aus Belgien, der dort links steht. Von Sky hat es einen Faser. Ich hatte ja schon bereits auf das Mittelalter hingewiesen, vor allem in Bezug auf Hautkrankheiten. Sehr langen Etappen wettbewerbsfähig bist oder nicht. Und bei Mailand San Remo sind es ja praktisch noch 50 Kilometer mehr. Tablen Vorsprung herausgefahren. Das ist Kittel. Das ist Kittel. Na! Marcel. Und es sind ja auch noch ein paar Meter bis zum Ende dieser Etappe. Wo ist Cavendish im blauen Trikot? Sam Bennett haben wir dort gesehen, klemmt Sam Bennett, sehen wir dort, Sascha Modulo kommt nach vorne, Bennett, der Sieger der Klassiker Almeria, will ebenfalls vorne dabei sein und dann kommt Moreno Moseres, das Greipel kommt mit nach vorne und Arnaud Demar zieht durch und IAM, die Mannschaft aus dem Sprint fahren muss. Peter Sagan hat auch versucht und Matteo Pelucchi mit der größten Power am Hinterrad von Greipel zieht er da vorbei. Klasse gemacht, hat gewartet am Hinterrad. IAM hier in der World Tour bei diesem großen Rennen Tirreno Adriatico erfolgreich zu sein. Das Verdikt der heutigen Etappe. Matteo Pelucchi vor Arnaud Demar, André Greipel, Sam Bennett, Peter Sagan, Davide Apollonio, Filippo Fortins.